Willkommen zu einer kleinen Geschichtsstunde. Erfahren Sie heute mehr über die Geschichte von Gutklang Erftstadt. Teil 1: Wie alles begann. Es war im Jahr 1970. Da begab es sich in Deutschland, obwohl, nein, so sah damals Deutschland nicht aus. Deutschland sah damals nämlich noch so aus. Es gab nämlich zwei Deutschland. Oder sagt man zwei Deutschländer? Ach nee, das sind ja Würstchen. Jetzt habe ich es. Es gab zwei deutsche Staaten. Im Westen war das die BRD, die Bundesrepublik Deutschland. Und im Osten war das die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. Im Westen war damals Willy Brandt Bundeskanzler. Im Osten hieß das Staatsoberhaupt Walter Ulbricht. Ja, das war der Walter, der mal sagte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Naja, sie kam dann doch, aber das nur am Rande und zur kurzen historischen Orientierung. Ein Jahr vor 1970, also 1969, da wurde im damaligen Kreis Euskirchen eine neue Stadt gegründet. Diese wurde Erftstadt genannt. Das Besondere an dieser neuen Stadt ist, man kann suchen, wie man will, aber man wird einen Ort namens Erftstadt nicht finden. Erftstadt, das ist ein Zusammenschluss von 14 bis dahin teilweise eigenständig agierenden Stadtgebieten und Ortschaften, die zu einer neuen Stadt zusammengefügt wurden. Und diese neue Stadt nannte man Erftstadt. Ein Jahr später, nämlich 1970, hatte dieser Mann eine Idee. Sein Name war Horst Moitzheim. Seine Idee war es, einen Verein zu gründen, nämlich hier, im nördlichsten Stadtteil der damals noch jungen Stadt Erftstadt, in Gümlich, dem Heimatort von Horst. Der gute Horst wollte einen Spielmannszug gründen, was schon ein wenig merkwürdig war, denn Horst hatte laut eigener Aussage in der Schule in Musik immer eine 5. Aber was soll's, Albert Einstein hatte ja bekanntlich in Physik auch eine 5 und was dabei rauskam, das wissen wir ja. Die berühmteste Formel, E ist gleich M mal C ins Quadrat. Könnte das am Ende vielleicht bedeuten, Erftstadt ist gleich Musik mal cool ins Quadrat? Ich beliebe zu scherzen. Jedenfalls gründete Horst einen Spielmannszug und nannte diesen Blau-Weiß Erftstadt. Aber Moment, Erftstadt, haben wir nicht eben gelernt, dass es diesen Ort eigentlich überhaupt nicht gibt? Warum benennt man dann einen Verein nach einem solchen Ort? Der schon genannte Horst Moitzheim hatte nämlich folgenden Gedanken dabei. Er wollte einen Verein für alle. Obwohl der Verein in Gümlich gegründet wurde, wollte er diesen Ortsnamen nicht verwenden, da es damals schon zwei weitere Spielmannszüge in Gümlich gab, die sich auch schon alle nach Gümlich benannten. Horst wollte mit dieser Namensgebung alle Bewohner der neu gegründeten Stadt Erftstadt ansprechen. Der Verein sollte das komplette neue Stadtgebiet vertreten und so auch Mitglieder aus dem gesamten Stadtgebiet anlocken. Außerdem machte Horst noch was Wildes, zumindest für damalige Verhältnisse. Er öffnete den Verein auch für weibliche Mitglieder. Es hört sich vielleicht verrückt an, aber damals war eine Mitgliedschaft in einem Spielmannszug oder Tambokorps hauptsächlich nur Männern möglich. Das wollte Horst nicht. Er nahm Mädchen und Jungs auf. Aber Horst hatte noch weitere verrückte Ideen. Er wollte sogar nach Noten spielen. Auch hier gilt natürlich wieder, dass dies für damalige Zeiten verrückt war. Denn Musizieren nach Noten war für Spielmannszüge damals noch äußerst unüblich. Jedenfalls kam diese Idee anscheinend gut an und es schlossen sich damals einige Mädchen, Jungs, Frauen und Männer Blau-Weiß Erftstadt an. Und so sah das damals aus. So nahm das Vereinsleben langsam Fahrt auf. Die ersten Auftritte hatten wir beim Karnevalszug durch Gümlich. Hier wurde sogar ein großer Karnevalswagen gebaut.
Kontinuierliche und qualitativ hochwertige Probenarbeit für Nachwuchs und Musiker waren damals wie heute ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit. Was im Gegensatz zu heute etwas anders ist, ist die Begleitung von Festzügen. Damals ein wichtiges Standbein des Vereins, ist es heute kein Teil mehr des Vereinslebens. Heute ist man ein rein konzertantes Orchester. Die Teilnahme an Wettbewerben spielte schon damals eine wichtige Rolle. Die Kritik einer fachkundigen Jury hat uns immer angespornt und uns zu musikalischen Verbesserungen getrieben. Aber auch die außermusikalischen Aktivitäten waren immer ein wichtiger Teil des Vereins. Von der Grillfete über die Jugendaktion bis hin zu diversen Partys oder wie hier bei Unser Dorf spielt Fußball, machten wir noch viele andere außermusikalische Dinge. Eines wurde schon immer in unserem Verein großgeschrieben: Innovation. Doch was heißt das? Eines der frühesten und vielleicht auch gewagtesten Beispiele dafür fand im Jahr 1978 statt. Hatte man bisher, wie für einen Spielmannzug üblich, auf Querflöten gespielt, dachte man sich plötzlich: Hey, warum mal nicht was ganz anderes? Lasst uns doch mal völlig andere Instrumente testen. Und das tat man dann auch. Einige Mitglieder erlernten das Spielen auf sogenannten Fürstplästhörnern, bekannt von der Jagd. Halali und Halalo und natürlich Waldmanns Heil. Aber warum hat man das damals gemacht? Ob nun das Spielen auf Fürstplästhörnern innovativ war oder nicht, das ist gar nicht die Frage. Wichtig ist nur, dass der Blick über den Tellerrand uns als Verein schon immer wichtig war und auch ist. Und am Ende hat uns eines recht gegeben, nämlich Erfolg. Denn wie eben schon beschrieben, war und ist uns die Teilnahme an Wettbewerben sehr wichtig. So nahmen wir auch mit den Fürstplästhörnern an einem Wettbewerb teil. Tja, was soll ich sagen? Wir wurden Deutscher Meister 1978 in dieser Kategorie. So zogen die Jahre ins Land und man entwickelte sich als Spielmannzug und als Verein immer weiter. Mitglieder kamen und Mitglieder gingen. Man erlernte neue Stücke und entwickelte die musikalischen Fähigkeiten immer weiter. Theoretisch hätte das auch immer so weitergehen können. Doch dann, ja, dann kam das Jahr 1994. Und was da geschah, das erfahren wir im zweiten Teil.